Aber wir haben noch Kinder. Wir können uns nicht trennen. Oder sollen wir es doch trennen? Oder müssen wir uns vielleicht sogar trennen, um unsere Kinder zu retten? Viele Fragen in diesem Video. Ganz wichtig, ich werde dir erst die Problematiken darstellen, dann ein paar Thematiken, wenn ihr euch dann trennt, was dann auf euch zukommt. Und ein ganz wichtiger Glaubenssatz, der für mich immer im Hinterkopf zu bleiben ist und zu behalten ist, den gibt es am Ende vom Video. Es soll sich für dich lohnen, dabei zu bleiben. Hast du Kinder oder bist du betroffen? Oder kennst du jemanden, der in einer Trennung oder einer schwierigen Beziehungsphase ist mit Kindern? Hat er viele Schwierigkeiten? Ganz kurz, bevor ich in die nächsten Details gehe, wir haben dieses ganze Wissen nochmal detaillierter in unserem Videokurs Beziehung retten, weil das ist ein schweres Thema. Gerade wenn es um Kinder geht, willst du nicht in 10 Jahren zurückblicken und sagen, mein Gott, warum habe ich damals die falsche Entscheidung getroffen? Bitte tu es nicht. Es geht hier um mehr. Ich versuche hier von ganzem Herzen mit meinem Wissen da zu sein. In dem Videokurs habe ich einfach wesentlich mehr Inhalte weiter. Und vorneweg, die Kinder machen die Beziehung natürlich erstmal anstrengender. Mit dem ersten Kind geht die Scheidungsrate hoch und mit dem zweiten Kind nochmal. Ich weiß noch, als ich selbst gedacht habe, oh, wir haben es geschafft, wir sind noch zusammen. Das erste Kind war gar nicht so schlimm. Und dann kam das zweite Kind und wir waren in einer echten Krise. Ich als Date-Doktor war mit meiner Frau in einer echten Krise mit dem zweiten Kind. Und ich weiß noch, wie sie sagte, du kennst doch die Statistik, das zweite Kind ist noch schlimmer. Und ich weiß noch, wie wir an dem Punkt waren, wo wir gedacht haben, funktionieren. Aber ist das Richtige für dich oder nicht? Schauen wir es uns an. Die Schwierigkeit mit den Kindern ist, dass sie diese eigene Persönlichkeiten reinbringen, die man erstmal überhaupt nicht kalkulieren kann. Kinder sind an sich nicht so, wie man sich es immer vorstellt, bevor man sie hat, irgendwelche wunderbaren, schönen Wesen, die in deinem Sinne denken, die eventuell helfen, die dich abends aufladen. Es ist teilweise das Gegenteil der Fall. Sie sind erstmal kleine Wesen, die einfach nur überleben wollen. Das heißt, sie schreien, wenn ihnen was nicht in Ordnung, wenn ihnen was stört. Sie schreien, wenn ihnen was fehlt. Sie schreien, wenn du gestresst bist. Und wenn du abends denkst, du brauchst deine Ruhe, schreien sie trotzdem. Es ist ihnen egal, weil sie sind von der Evolution her einfach so designed, natürlich, dass sie unbedingt überleben wollen. Und es ist einfach von der Evolution her auch so, dass wenn ein Kind schreit, das genau den Nerv der Eltern trifft und in dem Moment die Eltern einfach noch gestresster sind, damit sie das machen, was das Kind braucht. Denn das Kind würde sonst einfach sterben. Ein Kind, was früher in einem Stamm in der Evolution einfach irgendwo im Busch rumlag, konnte vom Tiger gefressen werden. Deswegen schreien sie, wenn man sie einfach am Boden hinlegt, natürlich, weil sie wollen nicht irgendwo gefressen werden vom Tiger. Genauso wurde ich mal von meinem Kleinen angeschrien, als ich den irgendwie kuscheln wollte und der hatte Hunger und ich konnte ihm ja nicht meine Brust geben, weil er war noch im Säuglingsalter und er hat mir voll ins Ohr geschrien. Ich habe einen mega Schock gehabt, habe gedacht, wie kann das sein? Wie es sein konnte, es war sein Überlebenstrieb, hat er Hunger, braucht er was zu fressen. Das heißt, Kinder sind etwas ganz, ganz Großartiges. Nur sind sie auch unglaublich anstrengend. Und dann kommen wir als Paar. Als Paar haben wir einen großen Stress. Vor der Beziehung, bevor wir die Kinder gekriegt haben, ist es nämlich so, dass es noch sehr leicht ist, ab und zu mal zu sagen, ach, mein Partner, meine Partnerin sind an dem Punkt eben anders als ich. Aber jetzt, wo es um Kinder geht, was das Kind jetzt soll, darf, nicht soll, nicht darf, wie man das macht mit dem Schlafen bringen, lässt man ihn durchschlafen und schreien und so weiter und so fort, tausend Sachen und plötzlich... Es ist nicht mehr egal, was der Partner anders macht. Das heißt, wir haben ein ganz neues Konfliktpotenzial, nämlich auch Streit um die Erziehung etc. etc. Das heißt, deine Nerven sind vielleicht schon durch, ihr seid als Paar schon ein bisschen am Rand. Jetzt kommt die harte Phase, die ersten Jahre. Viele Eltern werden dir Mut machen und sagen, das wird mit den Jahren wieder besser, aber trotzdem bleibt die große Frage, retten oder trennen? Nun, die Schwierigkeit ist, wenn ihr zusammenbleibt oder wenn ihr euch trennt, ihr habt beides, in beiden Fällen habt ihr schwierige Wege, die man abwägen muss. Schauen wir es ganz kurz an, ihr bleibt tatsächlich zusammen. Wenn ihr zusammenbleibt, dann habt ihr immer dieses Gefühl, dass ihr teilweise gegen den Partner kämpft, vor allem wenn ihr nicht schafft, die Erziehung zusammenzukriegen und die Aufgaben gut voneinander zu trennen, teilweise sogar mit Listen da zu sitzen, genau zu schreiben, wer macht was, wann hat wer seine Auszeit. Ich empfehle unbedingt, dass jeder seine Auszeiten hat, wo es einfach 3 Stunden gibt, wo der Mutter oder Vater nicht das Gequäke hören kann oder rausgeht. Gerade wenn du ein Schreikind hast, ich kenne reihenweise Paare, die für diese Phase durchgekommen sind, aber sie mussten ganz hart damit wirtschaften, wer kriegt wann seine Auszeit und darf dann raus und wird dann auch nicht belästigt und der andere, der wuppt das in der Zeit. Das ist ganz wichtig. Männer, die sehr viel arbeiten, müssen in dieser Zeit einfach manchmal sagen, ist mir diese Familie wichtiger oder die Arbeit? Und das Verrückte ist, ich habe reihenweise Männer. Da ist die Familie weggebrochen. Die saßen anschließend da und sagen, ich würde meine Arbeit sofort dafür tauschen, wenn diese Beziehung wieder funktionieren würde, meine Ex wieder zurück wäre. Das heißt, jetzt hast du eventuell noch die Möglichkeit zu sagen, gerne nehme ich mir diese Auszeit. Frauen, ganz genauso, auch hier ist es so, dass teilweise der Mann einfach ebenfalls raus muss, falls er näher dran ist, falls er mehr macht. Auch er braucht teilweise Unterstützung. Zum Beispiel ist es bekannt,
dass Männer, wenn sie mal nachts aufwachen, nicht mehr so leicht einschlafen wie Frauen. Das heißt, nachts macht es bei vielen Paaren Sinn. Das habe ich von meiner eigenen Hebamme so gelernt. Gott sei Dank, sie hat uns damit viel gerettet, dass man als Mann nachts vielleicht lieber schlafen lassen und den Mann schlafen lassen sollte, weil die Frau leichter wieder einschläft. Wenn das bei euch der Fall ist, dann wäre es smart, dass die Frau ganz bewusst nachts einfach Störungen mehr abfedert als der Mann. Manchmal ist es auch so, dass beim Schreikind der Mann dann nach Hause kommt und er hat noch ein bisschen Puffer. Und natürlich würde ich dir empfehlen, so einen Kopfhörer aufzusetzen und was in die Ohren zu tun. Warum sich unnötig an der Stelle stressen? Wenn du zusammenbleibst, dann gehst du den Weg, wo man später sehr häufig stolz zurückblickt und sagt, man hat es irgendwie hingekriegt, weil irgendwann ist das Schreien vorbei, irgendwann sind die Windeln vorbei, irgendwann sind 1000 Fragen vorbei, irgendwann spielen sie auch mal eine Stunde und so weiter und so fort oder einen halben Tag und plötzlich läuft das Ganze. Du hast später jemand, der teilweise dir im Alter hilft etc. Familien sind schon immer seit Jahrtausenden das Verbundmittel gewesen, in dem Menschen auch sehr glücklich, sehr alt geworden sind, weil sie später jemanden hatten, der sich um sie gekümmert hat. Das ist ein ganz komisches Sparbuch, eine ganz komische Sparbüchse, wo man sozial viele Jahre reinzahlt, aber später doch viel zurückbekommt. Aber, wie hat Max Frisch so schön gesagt, in einem seiner sehr schönen Bücher, hat Homo Pharma unter anderem geschrieben, was würden wir den Kindern wünschen? Wir schauen uns den anderen Weg an. Wünschen wir den Kindern glückliche Eltern oder Eltern, die noch zusammen sind? Hä, habe ich mir gedacht, glücklich oder zusammen? Es muss andersrum sein. Nein, er hat es ernst gemeint. Manchmal ist der Punkt erreicht, wo es einfach für die Eltern nicht mehr geht. Wenn die Streitigkeiten sich gar nicht mehr lösen und selbst eine Kur oder so etwas nicht hilft oder ein Coaching oder sonst irgendwas nicht hilft, um diese Streitigkeiten wieder in den Griff zu kriegen, muss man sich überlegen, ob man sich nicht trennt. Viele vergessen, was dann alles kommt. Was kommt nämlich dann? Der getrennte Weg bringt auch sehr viele Unannehmlichkeiten. Es gibt nämlich dann neue Streitigkeiten. Wie ist das mit der Unterhaltszahlung? Die zweite Wohnung kostet auch Miete. Halten wir die alte oder brauchen wir zwei neue Wohnungen? Immer sein sehr aufwendiges Unterfangen. Wann werden die Kinder wie übergeben? Und wenn einer noch ein bisschen mehr will, kriegt er plötzlich Liebeskummer, während der andere geht und erstmal rumschaut und auch nicht gleich jemanden findet, der gut passt. Es ist nicht so golden, sich zu trennen. Trotzdem, wenn man diesen Weg geht, hat man viele Aufgaben, die sind alle lösbar, haben Tausende von Menschen geschafft. Nur hat man meistens gar nicht den Blick, was auch alles auf einen wartet. Jordan Peterson, den ich an der Stelle einfach zitieren möchte, sagt nun folgende Weisheit, die ich mir extra bis zum Ende aufgehoben habe. Er sagt, er ist ein kanadischer Psychologe, der momentan weltweiten Ruhm durch sehr schöne und sehr smarte Videos und Aussagen erreicht hat und auch tolle Bücher, Bestseller geschrieben hat. Und er sagt, wenn Eltern, also ein Paar, was zusammen Kinder kriegt, wenn Leute Eltern sind, sie können sich eigentlich nie wieder trennen. Was er damit meint ist, man ist sowieso über das Kind für immer verbunden. Und deswegen überlegt euch sehr gut, ob ihr wirklich den Weg geht, wo ihr es unbedingt trennt. Ihr werdet sowieso immer miteinander zu tun haben. Oder ob es nicht irgendwie doch noch Tricks gibt. Oder ob dir vielleicht doch ein Coaching helfen würde. Wir sind auch gerne da und diskutieren gerne und schauen noch mal rein, wo kann man eventuell entzerren oder wo kann man vielleicht ein paar Gerechtigkeiten reinbringen oder wo kann man euch helfen, dass ihr an der Kommunikation, wo euch ja vielleicht auf den Füßen steht, euch wiederfindet und durch diese Phase doch durchgeht. Schau die Schulzeit. Wie lange ging die? 9 Jahre, 10 Jahre, 13, was auch immer deine Zeit war. Du hast sie auch durchstanden. Und Kinder, wenn sie mal 9 Jahre, 10 Jahre, 13, 12 Jahre alt sind, bist du auch längst aus dem Gröbsten raus und atmest wieder deutlich entspannter. Und natürlich, ganz wichtig, habe ich mit Absicht auch bis zum Ende aufgehoben, eine Trennung wird natürlich für mich wesentlich klarer in ihrer Nötigkeit, wenn ich toxische Partner habe. Wenn plötzlich der Borderliner, der Narzisst oder solche Sachen wie ein Soziopath plötzlich deutlich stärker rauskommen und ich einfach wirklich mit der Erziehung und meinem Leben im Grunde genommen alleine gelassen werde, während der andere noch auf meinem Rücken, keine Ahnung, Roulette spielt, Party macht, weggeht, auf Tinder ist und mich anlügt. Wenn ich solche Fälle habe, werde ich sehr, sehr, sehr allergisch und obwohl Kinder da sind, bin ich dann derjenige, der sagt, dieser Mann, dieser Narzisst an deiner Seite, der lacht dir doch ins Gesicht, der zieht doch seinen Ego-Streifen durch, der lässt dich mit allem alleine. Diese Narzisstin da drüben, die spielt doch, die tanzt doch Salsa auf deinem Rücken, während du hier im Grunde genommen in Dreck und Arbeit versinkst. In solchen Fällen bin auch ich für Trennung. Auch hier gehe ich einfach nochmal ein bisschen mehr ins Detail im Videokurs, wo wir mehr Zeit haben, das ganze Beziehung retten natürlich nochmal im Detail anzuschauen. Aber da sind für mich so die Grenzen, wo ich sage, jetzt wird es dann doch zu viel und dann ist man vielleicht manchmal alleine einfach frei. Aber bis dahin, bis das wirklich so ist, bis das dir wirklich jemand bestätigt hat, hol dir das bitte. Hol dir einen Input, ob das wirklich so ist. Bis dahin schaue ich erstmal, dass ich mich nochmal finde und nicht gleich aufgebe. Von ganzem Herzen alles Gute, dein Date Dr. Emanuel.